Was geht? Super gutes Intro, bevor das nächste Video losgeht. Ich war eingeladen auf der DXR Mastermind von meinem guten Freund Philipp Epping und Anton Wiebrecht. Und ich habe in meinem Talk darüber gesprochen, wie man sein Business bulletproof macht. Das heißt, je mehr Krisen man hat, umso stärker wird es und umso langfristiger wird der Erfolg. Ich habe darauf abgezielt, es sowohl für Agency Owner als auch für E-Com Founder anwendbar zu machen. Und es ist meiner Meinung nach einer der spannendsten Talks, die ich in letzter Zeit gegeben habe. Also viel Spaß bei dem Vortrag und lass mich in den Kommentaren unter dem Video wissen, wie du ihn fandest. Also, gerade war Wunsch, dass wir Bizeps-Workout machen. Kleine Anekdote dazu, ich habe die Präsentation geschrieben und dachte mir, eigentlich muss ich doch mit so einem Scrollstopper anfangen und dann so sagen, Philipp hat mich gefragt, das nachgefragteste Thema hier an die Präsentation zu bringen. Da dachte ich mir, mache ich erstmal den Workout-Plan. Aber das ist viel simpler, als man denkt, genauso wie Funnels und Ads, und deswegen dachte ich mir, mache ich da die Überleitung zu. Denn Workout-Plan, das Geheimnis ist einfach, 15 Jahre zu trainieren und nicht aufzuhören. So, das war's. Und dann kann man auch zweimal die Woche einfach Ganzkörper machen und danach eine Dönerpizza fressen und das Ding bleibt trotzdem da. Also, Thema der Präsentation ist Bulletproof Yourself, Funnel Sales und Mental Models. Und von einem Raum Agency Owner hier zu sprechen, erfordert einen weirden Mix an Content, da Agency Owner inklusive mir Weirdos sind und meine Target Audience normalerweise aus E-Com Foundern besteht. Das heißt, da war ein bisschen Mismatch drin im Messaging dahinter. Dann dachte ich mir, was mache ich denn überhaupt an die Leute hier? Und ich dachte, als allererstes erkläre ich mal, warum ich euch alle weird finde, inklusive mir selbst. Denn wir als Agency Owner machen andere Leute erfolgreich, um selbst etwas davon abzuschöpfen und strugglen meistens bei unserem eigenen Erfolg mehr als bei den Kunden, da wir uns für Kunden mehr Mühe geben als in eigenen Zwecken. So, wir sind also ganz gut bezahlte Samariter und deswegen geht es heute um Konzepte, die sowohl für Kundenergebnisse als auch endlich mal für eigene Ergebnisse elementar sind und hoffentlich hilfreich sind. Gleichermaßen sind sie universell auf E-Com, SaaS, Consulting oder Enterprise anwendbar, denn es sind halt dieselben Prozesse, die mir jetzt persönlich ermöglicht haben, ein paar Sachen zu erreichen. Background zu mir: Sebastian, 29, 1,87 groß, 95 Kilo schwer und 50er Bizepsumfang. CEO von Iron, einer der faktisch schnellst wachsenden E-Com Growth Consulting Firmen Deutschlands mit aktueller Flughöhe von 750.000 Monatsumsatz. Und was macht die Firma? Wir helfen eigentlich im Prinzip 7- und 8-stelligen E-Com-Brands beim 10x durch Aufbau eines Inhouse-Marketing-Teams. Jedes Jahr, die letzten 3 Jahre, haben wir unseren Firmenumsatz verdreifachen können. Bin einer von 3 Leuten in Deutschland mit dem Two-Comer Club C-Award, also diesem 25-Mio-Award. Habe in 7 unterschiedlichen Projekten einen 7-Figure-Funnel aufgebaut und wir sind aktuell Nummer 2 High-Rose-Partner nach Adspend und Accounts weltweit mit über 10 Millionen Euro Adspend monatlich, was ich ganz cool finde. Und als Bäcker High-Rose verkauft hat, habe ich dann eine E-Mail bekommen vom Affiliate-Team und dann haben die gesagt, ey, cool, dass du dabei bist, Übernahme läuft und so und danke, dass du 10 Mio Exit-Value für die Firma gebracht hast. Hier sind 1.000 Euro Bonus. Da dachte ich mir, danke, das ist wieder Märtyrer-Gedanke hier oben, andere Leute erfolgreich machen und ein bisschen was davon abschöpfen. So, aktuell geben wir für unser eigenes Offer 5K Adspend Daily aus und das in einem kleinen Nischenmarkt, was ich ziemlich geil finde. Und ich habe gerade die Fragen von euch bekommen, Paid Ads, ab wann, Paid Ads, 10K im Monat, Funnels, die funktionieren. Deswegen würde ich vorschlagen, dass ich erstmal den Content hier durchmache, das wird so 30, 40 Minuten dauern und dann gehen wir mal über die Themen hier durch, denn ich habe schon genau über das Thema ein Video gemacht und denselben Content zweimal machen, finde ich ein bisschen langweilig. Das heißt, ein kompletter Deep Dive in meinen Funnel oder in unseren Funnel, den wir da gemacht haben, gibt es auf meinem YouTube-Channel. Das heißt, wenn das Thema nochmal richtig vertieft angeguckt werden möchte, einfach die, ich glaube, das drittletzte Video so auf meinem YouTube-Channel gucken, da geht es genau darüber. So, Core-Konzept dieser Präsentation ist, wenn wir über Business, Geld verdienen und alles, was so dazugehört, sprechen, war es für mich persönlich immer das oberste Ziel, einen kugelsicheren Business Case aufzubauen, der Fuck You Money beim größten Value für die involvierten Personen, mich, Mitarbeiter und Kunden stiftet. Und ich werde übrigens nicht gendern hier, weil ich es nicht kann. Dabei bin ich ein todesparanoider Mensch, der seine Laufbahn als Jurist aufgegeben hat, um dieses Venture hier zu starten, weswegen der Druck für Erfolg hoch und die Erlaubnis für Versagen gering war. Denn man hatte ja auch ein paar Eltern, die drauf geguckt haben und haben gesagt, Sohn, was machst du da überhaupt? Als ich von 2016 bis 2020 eine der bekanntesten Fitness-Influencer-Brands samt Supplement-Firma als CMO auf eine 8-stellige Bewertung gebracht habe, habe ich selbst erlebt, wie äußere Umstände, nämlich Corona und eine sehr steigende Konkurrenz, wie damals Monutrition, ein Business angreifen können und das Leben für die Beteiligten stresst. Als ich dann mein eigenes Venture nach Exit gestartet habe, war die Kugelsicherheit ein elementarer Bestandteil des Vorhabens. Dabei habe ich mich konstant gefragt, was Bulletproof eigentlich ist und wie man das erreicht. Und nach einer Menge falscher Propheten und Glaubenssätze kommt Bulletproof meiner Meinung nach runter auf 3 Kernpunkte. Man braucht eine bulletproofe Acquisition, man braucht bulletproofe Sales und ein bulletproofes Scaling Mindset. Und gleichzeitig wurden diese Kernpunkte mit 500 E-Commerce-Kunden validiert und Bruchtests durchgeführt. Ihr bekommt also quasi nicht eine Idee, die ich runtergeschrieben habe, sondern meine Version 500 vom Schreibtisch aus jetzt von mir präsentiert.
Und es ist, wie gesagt, es ist für mein eigenes Business anwendbar, es ist für E-Com-Clients anwendbar und es ist anwendbar, wenn ich mit Philipp mal einen Call mache und wir über Operations sowas sprechen. Also es sind halt wirklich grundlegende Themen, die ich halt unbedingt hier mitgeben wollte. So, fangen wir an mit Bulletproof Acquisition. Wenn man startet, hat man kein Geld, aber viel Zeit. Das ist Level 1. Dann hat man mehr Geld und weniger Zeit. Später möchte man aber viel Geld und viel Zeit haben und dann wird Business Bulletproof zum Level 4. Ziel sollte es also sein, ASAP von Level 1 auf Level 4 zu kommen. Und das Wichtigste für Level 1, No-Brainer-Offer, wie das hier so schön von euch propagiert wird. Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was genau eure Definition ist, aber ich kann meine mal darüber legen. Und das ist etwas, was der Zielkunde verdammt gerne will, von welchem er denkt, dass es jetzt relevant ist, zu einem Preis, den er sich leisten kann, von einem Anbieter, der instant Vertrauen aufbaut. Und wenn man das nicht hat, knallt keine Cold-E-Mail rein, keine Social-Posts sieht, Ads failen. Und wenn man es hat, macht man wirklich Kohle. Wenn ich das mal auf unsere E-Com-Clients angucke und mal ein schlechtes Beispiel nehme, dann gibt es halt so Brands, die dann einfach so ein Messaging rausknallen wie unser Way hilft beim Pumpen. Ist schlecht, weil vergleichbar, undifferenziert und langweilig. Besser wäre es, wenn in seinem Offer drin steht, kompletten täglichen Proteinbedarf decken mit einem einzigen Trinkshot, enthält außerdem Kollagen für die Regeneration, verbessert das Hautbild und erhöht die Durchblutung des Geschlechtsteils dank Arginin. Von einer Marke mit 15.000 verifizierten Kunden und selbst Conor McGregor trinkt es täglich. Das wäre natürlich cool und viel attraktiver, als jetzt Whey-Protein hilft irgendwie beim Muskelaufbau. Und wenn wir das Beispiel mal auf eine Recruiting-Agentur packen, und ich habe ehrlich gesagt noch nie Paid-Ads für Recruiting gemacht, aber von der Interpretation des Offers sehe ich das auf jeden Fall so. Freistellen in einem Handwerkbetrieb besetzen, finde ich schlecht, weil es ist halt wirklich ultra vergleichbar und spätestens seit die Baulichtbubble jetzt im Prinzip dort richtig hardcore agiert, ist das jetzt diese typische Eisberg-Metapher, die man irgendwie nicht mehr sehen kann, die man in den Ads hier auch schon oft gesehen hat. Viel besser würde ich persönlich beim Recruiting-Offer eigentlich finden, wenn man sich anstrengt und so ein Offer hier baut. Plug and Play der besten Handwerker zur Festanstellung in deinem Umkreis. Vorqualifiziert und sofort einsatzbereit, mit fertiger ABC-Schutzausbildung, Leerstands-Anti-Garantie, Ersatz innerhalb von 72 Stunden, damit keine Baustelle brach liegt und meine Referenzen sind, ich habe mit ATU, Mercedes-Benz Viermann gearbeitet und bin IHK-Partner. So, das wäre natürlich eine viel attraktivere Geschichte, als einfach zu sagen, guck mal, es gibt 10% der Leute, die aktiv suchen, aber wir sprechen die 90% der Leute an. Das ist der Gamechanger. So, das heißt, wenn man irgendwie schafft, in der Vorarbeit reinzugehen, um wirklich ein Offer so massiv aufzublähen, ist es nicht die Frage, wie kriege ich Ads profitabel, sondern wie habe ich ein gutes Offer, auf das Ads der Multiplikator sind. Denn dann muss das Offer nur noch Augäpfel erreichen. Von Direct Mailings habe ich keine Ahnung. Outbound und Cold Calls geht so, dafür in Sachen Paid Ads ganz solide und deswegen gehen wir über Paid Acquisition für No-Brainer-Offer. Um Paid Ads bulletproof zu machen, darf der Erfolg nicht auf dem Glitch einer Plattform basieren, sondern soliden Fundamenten. Wir haben es miterlebt, 2020 wurde Facebook auf einmal nach dem Corona-Boom richtig, richtig, richtig streng. Jeder Ad-Account ist weggeflogen, keine E-Com-Brand konnte irgendwie, die im Health- und Wellness-Space irgendwas gemacht hat, den Account aktiv halten. Und ich habe da nicht mal Lead-Gen irgendwie auf Facebook gerannt, jetzt für mein Offer, und war nur auf YouTube unterwegs, weil ich halt original nach 20 Euro Spend eine Accountsperrung so drin gehabt habe und das trotz besten Ansprechpartnern dort. Und wenn mein Business davor auf Facebook basiert hätte, hätte ich dann ein Problem gehabt und dann wäre ich auf jeden Fall nicht bulletproof gewesen. Das heißt, man muss ein Offer hinbekommen, was auf mehreren Plattformen funktioniert und das geht halt nur, wenn die Fundamente des Offers packen. Und das Fundament in Paid Ads startet nicht mit Ads oder dem Offer, sondern mit dem ICP der Zielgruppe. Und Zielgruppen bestehen für mich aus 3 Segmenten. Extrem Interessierte, nicht Abgeneigte bei richtigen Argumenten und auch nicht Interessierte, ist also quasi wie in einer Bar, wenn man irgendwie feiern geht und Single ist, dann gibt es die sehr interessierten Frauen, die nicht abgeneigen, wenn die richtigen Argumente kommen und die wirklich nicht interessierten. Und wenn man halt in Paid Ads agiert, sollte man sich höchstwahrscheinlich auf die konzentrieren, wo in gewisser Weise keine Abneigung herrscht. Und in der perfekten Welt wird ein Offer und ein Funnel für jeden der 3 ICPs in chronologischer Reihenfolge gefahren. Und dabei kann die Methode des Outreach, Cold Calls, Ads, Content für jede Stufe variieren. Bei mir war es so, zu Beginn ICP 1, E-Com-Brands, die alles in place hatten, komplett perfekt waren und eigentlich nur Adspend ballern wollten. Das ist so mein ICP 1. Die Leute habe ich ehrlich gesagt am einfachsten über Outreach in Facebook-Gruppen und so bekommen, weil die Leute halt einfach da waren, die haben gesehen, was ich gemacht habe, mit denen konnte man sprechen, einfach Director Outreach. Davon gab es halt aber nicht so viele. So, das heißt, jedes Level an ICP bringt dich immer auf so ein bestimmtes Level, auf das du kommst und danach musst du halt gucken, wie kriege ich meinen Markt erweitert. Was denn? Ideal Client Profile. Easy. So, das heißt, das war so der Nummer 1 Ding, weil die konnte ich mit einfacher Arbeit extrem gute Ergebnisse bringen und viel chargen. So, aber da bin ich dann immer nur so auf so ein Level von 80, 100k oder so im Monat gekommen. Und
hatte auch nicht so wirklich die Kapazität, da jetzt irgendwie mehr anzunehmen, hatte auch irgendwie nicht so ganz Bock dafür, Mitarbeiter reinzuholen. So, das heißt, ich musste auf ein höheres Level kommen, um einfach die ganze Maschine mitzubauen. Und deswegen war quasi ICP2, also die breitere Nische, Ecom Brands mit mehr Lücken, aber bereits vorhandenem Umsatz. Die habe ich dann mit Ads und einem VSL abgeholt. Und mittlerweile konzentrieren wir uns halt im Level of Scale. Das ging so bis 300, 400k im Monat, haben wir gemerkt, okay, nur Ads und nur VSL funktionieren. Und dann haben wir gemerkt, okay, wir wollen nochmal ein bisschen weitergehen. Das heißt, wir sprechen jetzt die generelle E-Com-Audience an, das ist ICP3, und dafür machen wir halt organischen Content. Und es wirkt immer so, als würde man einfach alles machen, aber das hatte schon Sinn und Zweck, dass ich den YouTube-Channel gestartet habe, aus dem einfachen Grund, dass ich halt antizipiert habe, dass Ads und VSL mich nur auf ein bestimmtes Level bringen und man dann halt wirklich einen Education-Based Approach fahren muss, wie eben halt tatsächlich Content dazu. Und jeder Funnel skaliert bis zu einem gewissen Level und erfordert konstante Optimierung und Verbesserung. Mein Funnel jetzt, der mittlerweile achtstellig umgesetzt hat, habe über 10 verschiedene VSLs dafür aufgenommen, 100 verschiedene Ads dazu aufgenommen, 6 verschiedene Strukturen des Funnels durchgetestet und dauerhaftes Arbeit mit dem Sales-Team gemacht. Und das von jemandem, der nur das für seinen Lebensunterhalt jeden Tag, den ganzen Tag lang macht. So, das heißt, wenn man irgendwie normalerweise kein High-Ticket-Lead-Gen oder so gerannt hat oder irgendwie Info-Offer gepusht hat und dann hergeht und jetzt das erste Mal einen Funnel für sich launcht, dann wird es höchstwahrscheinlich failen. Das heißt, diese Iteration ist normal. So. Und der letzte VSL, den ich hatte, den habe ich mir vor kurzem wieder angeguckt und fand ihn so cringe, dass ich mir dachte, boah, da muss ich mal wieder einen neuen machen hier. So, und das ist normal. Und da können wir am Ende aber nochmal im Q&A richtig drüber reden. Am Ende des Tages wird Acquisition bulletproof, wenn es so aussieht. Und das hier ist ein Screenshot aus unserem Funnel-Tracking. Wir haben jetzt, das habe ich aus dem letzten Monat geholt und ich bin ehrlich gesagt faul, immer irgendwie alles fresh zu halten. So, das heißt, letzten Monat war bis zu dem Zeitpunkt hier 41k Adspend für 423k Umsatz und 111k Cash Collect an Neugeschäft. Und das ist gar nicht so schlecht, denn danach kam noch in der letzten Woche 150k on top dazu rein. So, das heißt, wir haben dann am Ende des Tages mit 50.000 Euro Adspend insgesamt einen 3x Cash Return und irgendwie einen 10x Umsatz Return. Und wenn das tatsächlich gegeben ist, dann hat man auf jeden Fall eine bulletproofe Acquisition freigeschaltet. Denn es schläft sich verdammt ruhig, wenn jeden Tag qualifizierte Demos reinkommen, der Funnel einen negativen Cash-Conversion-Cycle hat. Das heißt, ich habe Geld auf der Kreditkarte, was möglichst schnell geldwirksam in Closings verwandelt wird und das Sales-Team diese Demos zuverlässig verwandelt. Genauso lässt es sich aber auch für E-Com-Owner oder setze ein, deine Recruiting-Kunden oder so, ruhig schlafen, wenn 3 unabhängige Ad-Plattformen First Purchase profitabel sind, Backend-Revenue gesichert ist und die Kompetenzen in-house anwachsen, um von niemandem abhängig zu sein. So, das heißt, mit welchem Funnel habe ich das hier hinbekommen? Ich habe einen ganz klassischen VSL-Funnel gemacht, wirklich einfach einen Opt-in, wo ich den Leuten sage, hey, wie wir E-Com-Brands von 1 auf 10 Millionen bekommen. Die Ads sind im Prinzip nur Case Studies, wo ich sage, diese Brand haben wir von 1 auf 10 Millionen bekommen. Guck auf die nächste Seite, dort steht, wie das gemacht wird. Dann geht es auf den Opt-in, dort wird dann Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer abgefragt. Und danach kommt ein super kurzer VSL, der 5 Minuten geht, der im Prinzip einfach nur erklärt, guck mal, das machen wir, das sind unsere Referenzen, der Prozess hat 2 Schritte, das sind die 2 Schritte, hier sind nochmal Referenzen, buch dir einen Call, wenn das für dich relevant ist. So, der direkteste VSL, den man sich vorstellen kann. Und das ist der direkteste Weg, wenn man in der B2B-Audience ist, dass man halt wirklich ein Offer macht, was so attraktiv ist, dass man es nur nennen muss und eine Menge Referenzen untermauern muss, dass am Ende des Tages jemand sagt, okay, also anhören kann ich es mir zumindest schon. Und wenn man dann halt die ganzen Marketer-Taktiken und Top-Layert wie kriegst einen Bonus, wenn du kein No-Show machst und wir haben noch irgendwie eine Proprietary Solution und einen uniken Mechanismus, den kein anderer hat oder so, dann hast du halt wirklich Supercharge auf dem Stuff drauf. Aber die allermeiste Zeit haben wir kein Marketing-Stuff dort gemacht im Sinne von krasse Verknappungstaktiken oder so, sondern einfach wirklich gut rausgefunden, was unser ICP für ein Offer braucht und dieses Offer dann einfach in Ads belegt, dass wir es können und im VSL den Prozess erklärt, wie es abläuft und dann mit einer Menge anderen Beweisen untermauert. So, das heißt, wenn die Frage ist, Paid Ads ab wann? Also ich würde keine Paid Ads starten, wenn ich nicht 15k verbrennen kann den Monat. Also alles darunter, wenn ich keine 15k von meinem Firmenaccount jetzt irgendwie wegbrennen kann, dann wäre ich auf jeden Fall zu emotional, die Sache zu machen. Und ich hatte die extrem stressvolle Situation, als ich damals bei der Fitnessbrand raus war und ich für das Geld des Exits mit dem Porsche gekauft habe, wenig Liquidität zu haben.
Und Amex wollte mich damals noch nicht, weil ich gerade in der Neugründung der Firma war. So, das heißt, ich musste dann mit 200 Euro Adspend starten und habe an jedem Tag geschwitzt, wo das rausging. Und das war auf jeden Fall eine sehr unangenehme Situation. Und im Nachhinein würde ich viel lieber organisch erstmal irgendwie auf oder mit Cold Calls oder was weiß ich meine 30, 40k im Monat machen, um dann halt wirklich 15k abzuzwacken und zu sagen, okay, das ist Testbudget, irgendwas werde ich schon finden, was funktioniert. Und dann bin ich da nicht mehr emotional bei. Und das ist auf jeden Fall mein Rat. Man sollte auf jeden Fall ein bisschen Puffer haben, dass man unemotional dort arbeiten kann. Yes. Wie bist du als erstes an deine großen Referenzen? Das ist ein gutes Thema. Ich bin total der Meinung, dass man zu Beginn Sachen sollte, die nicht skalieren können. So, das heißt, wenn man wirklich einen idealen Kunden hat, mit dem man gerne arbeiten möchte oder merkt, man hat eine Netzwerkchance, mit dem irgendwas zu machen, dann bin ich halt eigentlich zu Beginn unter Wert reingegangen. Das heißt, ich bin wirklich mit einem Offer reingegangen, dass ich gesagt habe, das war bei der Fitnessbrand damals so, komm, lass mich mal irgendwie was machen. Ich mache das auch erstmal ein, zwei Monate umsonst und dann gucken wir einfach mal, ob ich einen Teil davon abhaben kann. So. Und dann bin ich nach ein, zwei Monaten hingefahren und wir haben die Ergebnisse angeguckt. Dann haben wir im Prinzip eine kleine Sache ausgehandelt und dann wurde sukzessive quasi nachverhandelt alle paar Monate. Und bei den Referenzen, die jetzt wirklich richtig ziehen bei uns, würde ich sagen, dass bei 50% der Leuten, die richtig krass sind, wir einen sehr gnädigen Deal gemacht haben zu Beginn, einfach um die Referenz reinzubekommen, weil ich halt wirklich die Dividenden sehe, wenn du halt einen richtig guten Kunden reinbekommst und es irgendwie möglich zu machen, ihn zu bekommen. Und da ist direkter Outreach echt nicht verkehrt. So, also die Fitnessbrand damals habe ich mit direktem Outreach, kalte E-Mail, Insta-DMs oder was weiß ich, tatsächlich richtig lange genervt. Und da hatte ich so 5 Leute, mit denen ich unbedingt arbeiten wollte und bei einem hat es dann geklappt. Yes. Da habe ich rein auf Profit gearbeitet, einfach um die Case Study zu bekommen. Aber ich war da ja auch mitten im Studium und 1000 Euro nebenbei waren schon sehr attraktiv. So, das heißt, die Fallhöhe war jetzt nicht so hoch. Yes. Ja, im Prinzip, das Framework ist einfach zu Beginn, state your offer, also was machst du? Dann ist es ein Beweis, dass du das tatsächlich schon delivered hast, also quasi ein Case Study droppen schneller. Dann ist es im Prinzip die Überleitung und bei all denen haben wir es nach folgendem Prozess gemacht. So, dann hast du dann 2, 3 Steps. Die 2, 3 Steps sind meiner Erfahrung nach, den ersten Schritt sollten alle Leute noch verstehen, sodass sie sagen, okay, macht Sinn, ja, das passt. Der zweite Step sollte schon irgendwie ein bisschen abgespaced oder sowas sein. Und der dritte Step ist dann höchstwahrscheinlich, dass das alles sehr individuell ist und man deswegen einen Call buchen sollte. So. Und das ist eigentlich so das beste Framework. Wenn ich meinen VSL einmal durchgehe, ist es, warum, oder der letzte war im Prinzip Ecom Brands von 1 auf 10 Millionen. Dann war der erste Schritt im Prinzip, natürlich muss man Paid Ads auf allen Plattformen scalen. So, du bist ja nicht von gestern und du machst bereits Umsatz. So, da sind wir halt einfach die krassesten, weil wir 10 Millionen im Monat machen. So, damit. Dann Nummer 2 ist dann halt Retention gewesen, also wirklich die Backend-Sales und so hoch zu bekommen. Da kann ich dann ein paar Screenshots zeigen von unserem Tracking über den Lifetime-Value der Kunden, so, dass man so, weil das so ein kleiner Painpoint ist, dass viele E-Com-Brands nur First-Purchase irgendwie Fokus machen und jetzt nicht irgendwie im Lifetime-Value. Und der dritte Schritt war dann halt technologischer Vorteil. Im Prinzip tiefes Tracking, Kohortenanalyse und sowas alles. Und das bekommen die halt nur, wenn die in Kolbe und springen. So, und damit trittst du den halt eigentlich dreimal vor Schienbein. Und triggerst den Caller am Ende. Und dann ist es nur eine Frage von, es mit den Referenzen untermauern. Und ich würde ehrlich gesagt bei VSLs gar nicht so krass einem festen Framework folgen, weil es immer robotisch klingt. Und ich würde viel eher überlegen, wie könntest du, wenn du einem Kumpel gegenüber sitzt, wo du Autorität über ein Thema hast, ihn tatsächlich überzeugen, das zu machen. Das ist immer so der Test, den ich mache. So dieser, wie nennt man das, Backtest oder so, wenn du eine Software testest? Irgendwie, ne? Dass du halt, wenn ich irgendein Konzept erklären möchte, stelle ich mir echt vor, ich habe einen Kumpel gegenüber, ich habe ein bisschen mehr Ahnung als der über dieses Thema. Der folgt gerade irgendwie ein paar falschen Glaubenssätzen oder so und ist einfach so ein bisschen lost so im Thema. Und dann setzt mir wirklich hin und sagst so, komm, pass mal auf hier. So. Du denkst, du brauchst das und das. Nee, also um von das auf das zu kommen, brauchst du höchstwahrscheinlich nur diese 2, 3 Dinge. Ist wie wenn ich mit jemandem über Fitness oder so rede. So, die machen irgendwelche Win-Trainingspläne, so gehen 5-mal die Woche zum Sport und was weiß ich. Sag ich mir auch so, Bro, so, du isst viel Protein, dann reißt du dir richtig den Arsch auf. Im Sport, wirst richtig stark und idealerweise machst du dir irgendwie erstmal so ein 2- oder 3er-Split, bevor du irgendwie 8-mal die Woche zum Sport gehst. So. Und warum ist das so? Punkt 1, es kommt nur auf die Basis an. Punkt 2, du musst immer stärker werden. Und Nummer 3, das musst du auch lange durchziehen und nicht ausbrennen dabei. So. Das sagst du aber in einer Art und Weise, die so wohlwollend ist, weißt du? So. Und es ist wirklich, dass man sich überlegt, du sprichst ja mit Personen, one to many, über das Video. So. Und da ist das Cringeste, was du machen kannst, eigentlich eine 40-Minuten-Slideshow-Präsentation, die du selber nicht angucken würdest. Ja, und also wirklich dieser großer Bruder-Aspekt, selbst wenn man sich nicht überlegen fühlt, aber irgendwie ist man es ja, weil man den Leuten was darüber erzählen möchte,
Und das ist für mich so wirklich das beste VSL-Framework. Das ist immer Big Promise, Beweise, Prozess. Und der Prozess ist halt immer, die meisten Leute sagen mal so, das muss das machen, stimmt aber nicht, aus den Gründen, ich mache stattdessen das, ist überlegen, weil. So ist eigentlich immer so eine Argumentationskette, wie du halt dem Kumpel tatsächlich erklären würdest, dass das Bullshit ist, was er macht. Aber nicht überheblich, sondern halt wirklich wohlwollend. Ne? Und meine VSLs sind wirklich, die folgen so irgendwo einem Framework, aber meistens schreibe ich den nach Framework, lösche dann alles und schreibe es auf der Kumpelart und Weise. So, also wirklich, da muss man ein bisschen Feeling von bekommen. Und wenn man sich mal anguckt, ich meine, Cole Gordon hat, macht irgendwie 4-5 Millionen im Monat mit seinem VSL und so. Ich sehe richtig viele Leute im Newsfeed, die dieses Cole Gordon Framework 1:1 copy-pasten. Ich habe sogar jetzt einen Sales Coach gesehen, der exakt dasselbe Offer auf Deutsch irgendwie jetzt von Cole gerannt hat. Und das klingt so robotisch und fake, weil du merkst, das folgt einem Schema. Und ich denke halt, dass immer so ein neuer VSL, der jetzt irgendwie den State of the Art pusht, immer knallt, weil die Person tatsächlich so eine großer Bruder-Autorität hat und dir wirklich was davon erzählt, auf eine kurze Art und Weise. Ich meine, die krassesten VSLs, die ich bisher gesehen habe, von Hyros, der VSL von Becker, als er das gescaled hat, war unnormal krank. Und er wusste halt mehr über Tracking vor iOS 14 als die meisten Leute. Also hat er den Leuten gesagt, ey, Tracking ist nicht so unwichtig. Das sind die Beweise. So. Und natürlich knallt das dann. Und bei Cole auch. Er hat die ganzen Referenzen gehabt. Die meisten Leute strugglen mit Sales Calls. Also hat er dann einfach große Brudermäßig gesagt, ich bin die Autorität hier. So, und das ist meistens so das beste Framework, habe ich rausgefunden. So. Wie gesagt, Paid Ads, 30, 40k im Monat, dann würde ich einen Testballon starten, dann würde ich überlegen, was sind so die bisher 3, 4, 5 besten Kunden, die ich habe, was wollten die von mir, was haben sie bekommen, was sind die Ergebnisse. Daraus würde ich halt wirklich eine Paid Ads Offer bauen, was tatsächlich attraktiv für solche Leute klingt, und dann würde ich Ads machen, die zu Beginn erstmal sein können, guck mal, du möchtest das, ich habe das schon ein paar Mal gemacht, guck auf die nächste Seite, da gibt es Infos dazu. So, man muss da zu Beginn nicht das Rad neu erfinden und irgendwas richtig Weirdes machen. Und diese ganze Scrollstopper-Thematik, 10 verschiedene Hooks zu machen, die dann in irgendeiner Art und Weise funny oder sowas sind. So, du kannst jemanden ja nicht tricken, eine B2B-Dienstleistung oder so zu kaufen, nur weil die ersten 2 Sekunden catchy waren. So, das heißt, Fokus erstmal zu Beginn wirklich auf das Messaging so dahinter und danach kann man weird werden. Genau. Und dann einen kurzen VSL, der das Offer stated, und wenn der läuft, dann kann man noch überlegen, ob man den irgendwie enhanced mit irgendwelchen Marketing-Taktiken. So, kommen wir zum nächsten Punkt, Bulletproof Sales. Vorweg, ich bin definitiv kein Sales-Genius, allerdings performt mein Sales-Team bei 30% Overall-Demo-Conversion auf Scale seit Ewigkeiten mit einem Average-Cash-Collect von fast 50%. Und hierbei ist wichtig zu sagen, dass Sales in direkter Abhängigkeit von Zielgruppe und Ads sind. Denn die besten Sales-Teams, und ich saß in Miami mit Eli Wilde, dem Sales-Typen von Tony Robbins zusammen, der über 100 Millionen geclosed hat, performen nicht, weil die eine krasse Wolf-of-Wall-Street-Kultur haben, sondern weil das Marketing die beste Form von Pre-Selling ist, sodass in Demos eher Bestellungen aufgenommen werden müssen. Und mir kann keiner erzählen, dass es schwer ist, für Tony Robbins zu closen. Also ganz ehrlich, es kann nicht schwer sein, für Tony Robbins zu closen. Und da könntest du wirklich jemanden hinsetzen, der noch nie Sales gemacht hat, der einfach so sagt, hallo, was wollen Sie denn kaufen? So, also das reicht. Und das ist eigentlich das perfekte Beispiel. Aber kommen wir gleich zu. Dasselbe gilt auch für Direct Conversion Ads im E-Com, denn kein Sales-Gespräch ist dort vorhanden und trotzdem muss man die Leute irgendwie abholen. Das heißt, Pre-Selling muss halt im Prinzip sitzen. Und für eine Kaufentscheidung, die stattfindet, ob die abseits vom Call ist oder in einem Call, sind folgende Faktoren notwendig bei uns. Erstens, die Person muss verstehen, wieso sie deine Lösung und dein Produkt braucht. Es muss eine Activation Energy gechallenged oder hervorgerufen werden. Das heißt, warum sollte die Person überhaupt jetzt was machen? So, sie kann ja auch einfach weiterhin nichts machen und durch TikTok scrollen. Die ein jetziges Handeln provoziert. Das heißt, warum sollte ich tatsächlich jetzt irgendwie etwas vornehmen, etwas ändern, Recruiting buchen, Küchenstudio, warum soll ich Anfragen generieren? Außerdem muss Vertrauen geweckt werden in dem Kunden, in sich selbst, dass er das Ziel erreichen kann und dass das Ziel mit dir oder dem Produkt erreicht werden kann. Und die Person, die halt der Kaufinteressent ist, benötigt als soziales Wesen einen nicht wegzuredenden Social Proof, dass er sich das eigene kritische Hinterfragen sparen kann, weil andere Leute vor ihm bereits die Entscheidung getroffen haben, wer sich dem Herdendenken anschließen kann. Das bedeutet, klare Kommunikation der Benefits, die auch nur mit einem Auge gelesen oder mit einem Ohr gehört werden müssen, so, war key für mich. Ich habe früher total kompliziert den Leuten argumentiert, warum das Sinn macht, mit uns zu arbeiten. Aber am Ende des Tages, ich meine, wie konsumiert ihr denn Instagram und YouTube? So, mit einem Ohr, nebenbei wird gekocht, irgendwie wird gegessen oder sowas alles. Das muss schon, das Messaging muss so sein, dass du mit einem Auge zugucken kannst oder mit einem Ohr irgendwie zuhören kannst. Denn andernfalls, ja, es ist keine Raketenwissenschaft. So, es muss halt wirklich, wenn du nur die Hälfte hörst, muss es catchy sein. So. Und hier ist halt das Ding, dass dein Marketing der Person die Frage beantworten muss,
warum muss ich jetzt handeln, anstatt es auch später zu schieben, wie alle anderen Entscheidungen meines Lebens? So, denn das Geheimnis für Mittelmäßigkeit ist es ja, Entscheidungen, die wichtig sind, so lange aufzuschieben, bis sie für einen getroffen werden. So, aber du willst die Leute ja provozieren, Entscheidungen tatsächlich jetzt zu treffen, um sich zu verbessern, hoffentlich, um irgendwie neue Wege einzugehen, um einen Switch zu machen, um irgendwas, was bei denen gerade nicht so läuft, zu verbessern, wenn ich im Agency-Game bin oder so. Und das ist halt eine sehr, sehr, sehr kritische Frage. Warum jetzt? Warum nicht später? Denn Leute rechtfertigen sich ja sehr stark. Das merke ich mir, da komme ich später drauf. Ich erzähle meiner Frau davon. Ich sehe das nachher bestimmt nochmal. Das Marketing muss beantworten, warum ich jetzt handeln muss, anstatt es auf später zu schieben. Denn es ist halt einfach schwierig, wenn die Person sagt, das mache ich später, jetzt den Opt-in zu bekommen. So, da muss man realisieren, dass abartig viele Leute bereits die Entscheidung getroffen haben, nichts Schlimmes passiert ist und die Erfolgswahrscheinlichkeit verdammt hoch ist. Also wenn jemand euch ein Auto verkaufen würde, ist doch ein guter Deal, aber ihr habt noch nie von diesem Autohaus gehört. Der Preis ist ein bisschen zu gut und ihr habt auch keine Ahnung, ob das überhaupt je geklappt hat oder je irgendjemand davon ein Auto bekommen hat. Ich wette, es wäre echt schwierig gewesen zu Beginn. Ich glaube, bei Tesla ist das ja so, du bestellst das, bezahlst online und irgendwann kriegst du einfach eine E-Mail, du kannst es abholen oder so, ohne mit der Person zu sprechen. Ich glaube, der Erste, der das gemacht hat, der war echt ein bisschen spooked out, ob das klappt so. Aber wenn man halt von vielen Leuten mitbekommt, ja, das ist wirklich so, und dann gibt es Videos und das ist eine Marke, die gibt es seit ein paar Jahren und man sieht auch irgendwie Autos davon rumfahren, dann besteht ja auf jeden Fall so diesen Sprung, diese Entscheidung zu machen. Und unser Marketing ist halt super Case Study und Referenz basiert, aber das war es auch schon, als wir nur 3 Referenzen hatten. So, das heißt, man muss halt mit dem arbeiten, was man hat, muss halt gucken, dass man das ins beste Licht rückt und dann kommt einfach immer mehr dazu, je länger man im Game bleibt. So, wenn die Person realisiert hat, dass abartig viele Leute bereits die Entscheidung getroffen haben, denen nichts Schlimmes passiert ist und die Erfolgswahrscheinlichkeit verdammt hoch ist, dass sie mit dir Erfolg haben, dann muss man nur noch einen Preis nennen, der von den Personen irgendwie riskiert werden kann, sofern die obigen Punkte passen. Und was dir niemand erzählt ist, in welcher Form diese Fragen, die ich gerade erwähnt habe, beantwortet werden, ist gar nicht so wichtig. Früher war unser Sales-Prozess, wir haben die Leute mit einem direkten Offer abgeholt, so nach 3 Minuten Ad sehen und irgendwie 2 Minuten VSL. Und dann saßen sie im Sales Call und dann musste ich richtig Rückwärtssaltos machen, den Leuten zu beweisen, dass das tatsächlich legit ist, weil ich all die Fragen hier beantworten musste. Das ist echt anstrengend. Also 90 Minuten eine Best Performance zu machen, um den Leuten tatsächlich klarzumachen, dass du kein Scammer bist, 3-mal am Tag, ist halt echt anstrengend. So, das heißt, selbst wenn du kein Scammer bist, ist das anstrengend. Wenn du ein Scammer bist, ist es noch anstrengender. So, das heißt, wenn du wirklich gucken möchtest, dass eine andere Person in Sales reinkommen kann, um dir das abzunehmen, weil ich habe es nicht geschafft, einer Person quasi meinen Feenstaub zu geben, den ich als Founder in so einem 90-Minuten-Sales-Prozess irgendwie versprühe, zu geben, war mir klar, krass, irgendwas passt hier nicht, das skaliert nicht mit. So, das heißt, wir haben dann angefangen, diese ganzen Argumente, diesen Proof, dass das funktioniert, unseren ganzen Prozess, diese Demo-Komponente, wo wir erklären, wie das funktioniert, was wir machen und so, das haben wir einfach mal in ein sehr straightes Video gepackt und haben es den Leuten zugeschickt vor dem Call. Und dann war es mandatory, dass sie sich das Ding angucken, bevor es losgeht, damit die Leute halt wirklich wissenstechnisch schon ein paar Schritte weiter sind. Und dieser Sales-Letter im Prinzip, der die Leute durch den Prozess walkt, nochmal den ganzen Case-Study reinforced, dann die Argumentation reinbringt, warum sie jetzt handeln müssen. All die Sachen gehen halt in jeder E-Mail, in jeder SMS, in jeder Dankesseite, die wir haben, geht halt raus. Und damit verlagert man diese Rückwärtssaltos, die ich im Sales-Call gemacht habe, einfach so ein bisschen vor. Natürlich guckt das nicht jeder an, aber wenn man einen Setter hat, der die Calls confirmed oder anruft, dann sollte man ihn halt fragen lassen, hey, hast du dir das Video angeguckt? Und wenn er sagt nein, dann sagst du, guckst dir bitte vorher an. So, also wir haben sehr, sehr, sehr stark diesen One-to-Many-Effekt genutzt, um halt eben all diese Argumente aus dem Sales-Call rauszuziehen und vor den Sales-Call zu verlagern, damit ich dann unterschiedliche Vertriebler im Sales-Team sitzen lassen konnte, um den Pitch einfach nochmal in ihren Worten sagen zu lassen und dann die Bedenken wegerklären zu lassen. So. Und das ist halt so ein Faktor, den ich super wichtig finde, um Sales-Teams halt tatsächlich skalierfähig zu machen. Und so werden sie auch bulletproof, um zum Thema zu kommen, weil sie nicht von der Person abhängig sind, sondern im Prinzip der Conversion-Mechanismus an sich funktioniert und nicht die Person, die ihn ausspricht. Yes? Wie lange ist das Video, was du vorhin? 70 Minuten. Aber es ist auch wirklich lustig. So, das heißt also, man muss schon, ich würde es nicht unnötig lange machen. Also ich glaube, das erste war so 20 Minuten. Das ging auf der Dankesseite, so ein richtig langes Dankesseite-Video und so. Und irgendwann... Ist halt auch so die Frage. Ja, genau.
Genau, deswegen, also ich glaube, wenn ich nochmal starten würde, würde ich so ein richtig knackiges 5 bis 10 Minuten-Ding machen, was auch wirklich gut animiert ist und so, was auch funktioniert, wenn die Person tatsächlich ein seelenloser Typ ohne Humor ist. So, also das muss man halt wirklich dazu rechnen, weil ich hätte auch keinen Bock von irgendeinem Roboter jetzt irgendwie vorgelesen, mit AI-Voice in 60-Minuten-Videos zu gucken. So. Und auch da finde ich diesen großen Bruder-Frame halt einfach wichtig, ne? Dass du sagst, ey, du hast den Call gebucht, ist mega, scheinbar möchtest du irgendwie was machen oder so. Hier sind ein paar Infos, damit wir beiderlei Zeiten respektieren, damit du weißt, was wir machen und wir direkt starten können quasi. Und so würde ich es auch framen. Yes. Wir sind sehr stark im B2B-Bereich Cold-Calling-lastig. Hm? Wir kriegen natürlich eine Terminbestätigung letztendlich raus. Wir buchen das über Calendly. Würdest du sagen, das passt dort auch in Safe. Würde ich unbedingt machen. Also wenn wir haben mal einen kleinen Sprint gemacht in Outbound-E-Mails. Haben wir dann tatsächlich gecuttet, weil die Ads so gut performt haben, dass wir keinen Demo-Slot mehr hatten. So, aber da haben wir auch sehr extrem den Bestätigungen, den Content geschickt, damit die Leute wirklich zum Call kommen. Und dann haben wir auch den Setter nochmal anrufen lassen und gefragt, hast du das Video gesehen? So, also das increased die Show-Up-Rate auch ganz extrem bei uns. Und wir wissen, wenn jemand reinkommt und so sagt, ey, ich habe das Video angeguckt, den und den Part fand ich gut, das war spannend, hast mich genau getroffen, wissen wir, ey, ist der Preis direkt mal 5K teurer. So. So. Das war jetzt ein Joke. Alle kriegen natürlich die gleichen Preise. Genau. Mittlerweile macht das Content halt das Selling für uns, sodass der Sales-Code nur noch Herausforderung ist, herauszufinden, dass logistische Fragen, Unklarheiten und Rahmenbedingungen des Vertrages geklärt werden. So ist der Prozess nicht von der Person oder dem Asset abhängig, sondern folgt universellen Regeln, die ein Bulletproof Business ausmachen. Und Sales ist ja nichts anderes als Conversion at Scale. Das heißt, wenn ich in irgendeiner Art und Weise einen Effizienzprozess reinbekommen kann, der es mir einfacher macht, die manuelle Komponente danach auszuführen, mache ich mich unabhängiger von der manuellen Komponente und kann die Leute austauschen, die da sind. Nicht, weil ich es möchte, sondern weil ich es eventuell mal muss oder weil diese Person geht oder einen Höhenflug bekommt. Und es ist das Schlimmste ever, wenn der Keyplayer rausgeht und als Founder alles richtig gemacht hat und dann auf einmal 200k Umsatz droppen, weil der beste Vertriebler weg ist. Das wäre halt nicht passiert, wenn das Pre-Selling tatsächlich vorher passieren würde und die Person dann im Call nur mit einem logischen Skript Logistik rausfinden muss. So, das war für mich ein großes Learning, weil ich halt einfach Paranoia hatte, dass wenn die beste Person geht, mein Sales-Prozess zusammenbricht. Das ist ja passiert, als ich aus Sales rausgegangen bin. So, das heißt, ich musste mich quasi replizieren, damit man anderer die Sales machen konnte. So, und jetzt, wir haben jetzt aktuell einen neuen Vertriebler drin, der hat 3 Monate als Setter gearbeitet vorher bei uns. Der ist 19, hat noch nie verkauft vorher so wirklich. Der hat irgendwie seine ersten 3 Demos abgeschlossen. Und so. Und es, ich würde jetzt sagen, das liegt daran, weil das Sales Management so krass ist. Es liegt eher daran, weil die Leute gut reinkommen. So. Dann Thema Bulletproof Scaling Mindset. Und ich finde es gar nicht so unwichtig, immer drüber zu sprechen, weil ich finde, dass wenn man über Taktiken und alles, was so dazugehört, spricht, man oftmals vergisst, dass man irgendwann am Ende des Tages alleine zu Hause sitzt, Zweifel hat, sich Gedanken macht, Sachen hinterfragt. Und ich habe vor kurzem, als mein letzter Funnel, mein letzter VSL gefailt ist, wieder 3 Tage verbracht, mir Gedanken zu machen, was ich für einen neuen VSL mache. Und die Gedanken, die wo man da reinkommt, die Mindsets, die wo man sich reinsteigert, da bereitet einen keiner drauf vor. Und das ist Meckern auf hohem Niveau, weil man hat den Monat davor eine halbe Mio gemacht. Und trotzdem denkt man sich, boah, klappt das überhaupt alles? Ich weiß gar nicht, ob dieses Businessmodell Sinn macht, das E-Com gerade im Downturn. Ist YouTube schwierig geworden? Ich weiß es nicht. So, und Unternehmertum ist halt eine echte Probe für die mentale Gesundheit, finde ich. Ich meine, es gibt mittlerweile Awareness, so Burnout und was weiß ich. Ich glaube, Burnout bedeutet einfach, dass man zu viele Sachen macht, auf die man keinen Bock hat. Aber diese brutalen Ups und Downs, das muss man erstmal lernen, verdauen zu können. Und als ich aus dem Studium kam, waren die einzigen Ups und Downs die Klausurenphase. Und die ist ja nur Ups und Downs und stresst ein, weil man sich die stressen lässt. So war ich, hatte auch Kommilitonen, die waren sehr entspannt und haben echt gute Noten geschrieben. Und ich habe mich, obwohl ich das Thema kannte, wirklich so verrückt gemacht vorher. Und dann bist du auf einmal Unternehmertum. Du musst tatsächlich deine eigene Miete zahlen und so. Und dann denkst du ja auch so, ach du Scheiße, Alter. Und ich bin kein Fan von oberflächlichen Cover-Ups, wie irgendwelchen Affirmationen oder irgendwie, hatte alles Sinn, so Dankbarkeit, Meditation, Affirmationen, was es da nicht alles gibt. Aber oftmals fangen Leute damit an als Cover-Up. Und da habe ich eine witzige Geschichte von Greg von KinoBuddy. Ich weiß nicht, ob jemand den kennt. Ne? Mit dem arbeiten wir aktuell seit ein paar Monaten, also ein halbes Jahr so zusammen. Und bei dem ist eine witzige Sache gewesen. Der ist schon immer eigentlich am Start gewesen, aber der hat immer so richtig Fluktuationen gehabt im Profit und in dem Business, was so ablief und so. Und als der bei uns reinkam,
war so richtig spiritual, hat wieder Eckhart Tolle gelesen, The Power of Now, hat dann jeden Tag meditiert und so. Aber der Grund war eigentlich, dass der, obwohl er so famous ist, keine Ahnung, was hat er gemacht? Fast 1 Million Monat oder so? Ich glaube 5 Millionen im Jahr über die Supplement-Seite und so. Aber er hat irgendwie doch trotzdem keinen Profit übrig bei ihm. Und er sitzt dann in seiner riesigen geerbten Villa und denkt sich, bin ich so ein Stück Scheiße? So, erstmal meditieren. Und dann haben wir halt angefangen mit ihm zu arbeiten, haben jetzt irgendwie 3 Agenturen, die gar nichts gemacht haben und 100.000 im Monat gekostet haben, gekickt und irgendwie selben Umsätze gehalten. Und auf einmal hat er nicht mal meditiert. So, falls es ihm irgendwie besser ging. So. Und genau, das ist ja genau das Ding. Man lässt sich von diesen Ups und Downs so krass triggern und will dann irgendwie so eine Cover-Ablösung machen, wie Affirmationen und es gehört zum Struggle dazu und Hustle, Hustle, Hustle und Gary Vee und so. Ich denke eher, man braucht Prinzipien und Glaubenssätze, die als universelle Regeln gelten. Und ein paar der Regeln ohne Reihenfolge, die mir echt geholfen haben, wollte ich mal gerne besprechen, weil eventuell ist eine davon dabei, die jetzt gerade irgendwie jemandem hilft, in einer Situation irgendwie zu arbeiten oder so. Denn Sachen von jemand anderem nochmal zu hören, über die nicht oft gesprochen werden, ist eine verdammt befreiende Sache. Und als ich das erste Mal von jemandem gehört habe, ja du, mein Funnel fällt auch alle paar Wochen. So, das ist normal. Dachte ich mir, boah, ist normal. So, passt. Ich dachte, ich bin einfach scheiße. So, und das hilft total, finde ich. Und deswegen sind so Masterminds hier richtig cool und mit Leuten in Kontakt zu sein. Aber oftmals habe ich festgestellt, wenn man mit Leuten so networkt und dann irgendwie so cool miteinander ist und so, man muss schon echt eng mit denen sein, damit die selbst so ihre echten Struggles um zu kommunizieren. Und ich habe mit Businesspartnern so Monate gebraucht, bis man mal wirklich über richtig Struggle geredet hat oder so. Und das hat nicht jeder. Und das ist schade. Und deswegen muss man da wirklich gucken, dass man sich nicht von dem, bei mir läuft alles mega, ich habe den Umsatz gemacht und so blenden lässt. Weil eventuell bricht gerade bei dem aber auch die Ehe auseinander oder was weiß ich. Und man hat immer so Sachen, die nicht so ganz, nicht das komplette Bild offenbaren. So, langer Vorwand. Also, Erfolg ist kein ständiger Grabenkampf. Der Come-up, also wirklich auf ein Level zu kommen, ist brutal. Und erfordert harte Arbeit. Wenn es jedoch klickt, geht es viel schneller, als man denkt. Wir sind von 100.000 im Monat auf 300.000, auf 750.000 gegangen, in echt extrem schneller Zeit. Aber von 30 auf 100.000 zu gehen, hat Monate an Scheißarbeit gekostet. Und das war die stressigste Arbeit ever. Die letzten paar Monate waren die geilsten ever. Trotz viel mehr Kunden. Und das ist halt so dieses Ding, das ich früher gedacht habe, weil mir irgendwie Lernen und so auch nie leicht gefallen ist im Studium. Es gehört dazu, dass man sich richtig den Arsch aufreißen muss und es immer schwerer wird, je mehr man macht. Und dann hatte ich mein Examen fertig, mein erstes. Und das Ergebnis war jetzt nicht perfekt. Es war nur schnell, nicht gut. Wie das erste Mal bei manchen Leuten oder so. Und da dachte ich mir, krass, ich habe mich getötet dafür. Wirklich, ich habe die Hälfte meiner Haare verloren. Ich weiß nicht, das war richtig eklig in der Zeit. Ich dachte mir, also mehr hätte ich nicht lernen können. So. Und wenn ich jetzt noch mehr arbeiten muss, um noch bessere Noten zu machen, bringe ich mich ja um. Dann dachte ich mir, ja, nee, irgendwie. Und da ist mir klar geworden, ich habe nur das falsche Vehikel gehabt, weil ich falsch gelernt habe und so. Aber wirklich so auf dieses hohe Level zu kommen, ist nicht so, dass den Struggle, den man hat, um von 30 auf 100.000 zu gehen oder so, mal 10 stattfindet. Sondern wenn man wirklich was gefunden hat, was funktioniert, wo es richtig läuft und es dann richtig gut wird und auf einmal hochgeht, braucht man nicht todesparanoid sein, sondern es ist normal. Wenn man nämlich Zahnräder hat, dauert es richtig lange, die Zahnräder zu schleifen, aber wenn die wirklich ineinander greifen, dann drehen die sich auch wirklich effortless. So. Das ist ein wichtiges Thema, was ich echt erstmal verstehen musste, dass das der Fall ist. Weil ich dachte, irgendwie ist das komisch, es läuft besser als sonst, aber ich struggle weniger als sonst, irgendwas läuft hier falsch. So. Und dann fängt man an, in den falschen Schrauben zu arbeiten. Wenn man halt wirklich denkt, es muss so sein. Dann, die echte Challenge ist die Normalisierung eines neuen Levels durch Nachziehen der Strukturen, die das neue Normal schützen. Da hat höchstwahrscheinlich hast du gestern drüber gesprochen, dass man Sachen brechen muss, um zu merken, was muss man nachziehen? Hundertprozentig. Also, man pusht oft, oder ich habe es oft bei Leuten gesehen, sagen wir so, auf ein neues hohes Level. Man fragt sich, boah, wie bin ich da überhaupt hingekommen? Und dann brechen auf einmal Sachen und man merkt, krass, scheinbar, um einen halben Million Monat zu machen, muss das hier besser werden. So. Und das sind meistens Dinge, die man nicht antizipiert hat, wenn man 3 Schritte davor war. So, das heißt, es ist normal, wenn Sachen brechen. Da braucht man nicht abgefuckt sein. Man sollte sich eher fragen, proaktiv, was bricht eigentlich gerade? So, dass man dann wirklich die Sachen nachzieht. Und ich bin großer Fan davon, erst Flow, dann Friction. Erstmal auf ein hohes Level kommen, dann gucken, was dabei bricht. Und dann kriegt man das schon irgendwie hin. So, das ist eher so das Mindset. Und dann optimiert man auch nur die Sachen, die gebrochen sind und nicht überoptimieren von irgendwelchen Onboarding-Prozessen, obwohl ich nur 3 Kunden im Monat mache. So. In dauerhaft ändernden Marktumfällen ist die größte Lebensversicherung die eigene Resilienz. Am Ende des Tages kann ein Business nie auf ewig bulletproof sein, der Founder jedoch selbst schon. Und das war für mich eine echt krasse Erkenntnis. Als ich angefangen habe, hatte ich ja einen Sprint als wirklich Done-for-you-Agency. Nachdem ich dabei bei der Fitnessbrand raus war.
Ich habe gedacht, das ist das Ding. Aber dann habe ich realisiert, das nächste Vehicle, dieses Growth Consulting, war besser. Wenn ich an der Agency festgehalten hätte, für die Chancen, die ich hätte, wäre es falsch gewesen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es jetzt Businessmodelle gibt, wo man echt nicht weiß, ob die nächsten 10 Jahre funktionieren. So, klar. Es ist unmöglich, das Businessmodell künstlich am Leben zu halten. Ich sehe jetzt irgendwie Zeitungen oder sowas. Also wer weiß, ob es Zeitungen in 20 Jahren noch gibt, so wenn die älteste Generation dann irgendwann noch weg ist jetzt bei uns. Die müssen halt irgendwie konstante Innovation machen. Aber sich davor zu verschließen und zu sagen, nee, wir bauen jetzt alle Prozesse, wir optimieren unsere Druckerpressen, wir machen die günstigste Tinte ever, wir machen auch nachhaltige Tinte und sowas alles. Man kann sich nicht ewig vor sich ändernden Marktumfeldern schützen. So. Aber die größte Versicherung ist halt wirklich der Founder selbst, dass man sich selber klar macht, guck mal, ich habe hier schon mal was geschafft, ich bin nicht verheiratet mit dem Ansatz, den ich jetzt gerade fahre und ich bin fähig, mich anzupassen in der Zukunft und je mehr Ventures ich im Prinzip starte, je mehr Herausforderungen ich habe und umso mehr Challenges ich sehe, umso resilienter werde ich im Abarbeiten der Challenges und irgendwann entwickelt sich halt ein Selbstvertrauen, was immer so ein bisschen corny klingt, wenn Leute sagen, nimm mir alles weg, ich bin nächstes Jahr wieder bei einer Mio. Aber wenn man das wirklich glaubt und wirklich der Überzeugung ist, wenn man mir alles wegnimmt, ich kriege schon in der nächsten Zeit irgendwie ein Business wieder zum Laufen, ist das eine echt beruhigende Sache, wenn ich ehrlich bin. Und bei mir war das so, ich habe immer an Worst Cases gedacht und immer gedacht, boah, was ist, wenn morgen alles kaputt geht? Und habe ich mir immer wieder, ich hab ehrlich gesagt von vor 5 Jahren noch einen Plan B in meinen Notizen. So, ey, wenn alles fällt, die Uhr verkaufen, hier den Adspend reinstecken, da irgendwas machen, so in richtig Worst-Case-Szenarios. Und irgendwann merkst du halt wirklich, okay, Worst-Case-Szenario ist, du stehst dann mit dem Rücken zur Wand, offensichtlich sind dann ja alle anderen Sachen weg, weil irgendwie alles zusammengebrochen ist. Das heißt, dann machst du halt einen All-Nighter nach All-Nighter, arbeitest ein paar Wochen durch und dann glaubst du an dich, dass du schon irgendwas hinbekommst. Und was ist Worst Case? Du fährst Uber und fängst an zu strippen oder so. So, man kriegt das schon hin irgendwie. Und wenn man diese Resilienz wirklich entwickelt, dann schaffst du es auch, größere Risiken einzugehen, härter zu pushen und halt wirklich daran zu arbeiten, das Vehikel, in dem man jetzt ist, zu maximieren, ohne panische Angst zu haben, dass in den nächsten 10 Jahren es nicht mehr Agency Game oder sowas gibt. So. Im Zuge der Laufbahn werden sich Chancen bieten, die so gut sind, dass man es merken wird. Komplett versteckte Chancen sind eher offensichtlich als versteckt. Ist falsch. Komplett krasse Chancen sind eher offensichtlich als versteckt. Ich habe früher gedacht, die krassesten Chancen erkennt keiner. Das ist so richtig Moonshot, once in a lifetime. Ich sehe was, kein anderer sieht das. Krankste Erfindung ever. Ich kenne bestimmt 20 Leute, die das gedacht haben und jetzt broke sind. So. Aber die Leute, die wirklich was richtig Krasses gemacht haben, wenn ich mit denen spreche, irgendwie jemand, der, guck mal, Karl ist ganz gut mit einem Freund, der empfohlen.de gemacht hat. Diese krasse Affiliate-Marketing-Plattform dort. Für den war das einfach logisch, das zu machen, weil er gesagt hat, so, es fehlt jetzt nicht hier, sondern es gibt irgendwie ein paar Anbieter, die das schlecht machen. Für mich ist es logisch, das zu machen. Das ist keine versteckte Chance. Ich denke nicht, ich habe hier eine Lücke irgendwie im Gesetz gefunden oder so. Wenn man eine wirklich richtig gute Sache sieht, dann hat man eine innere Conviction, dass man sich merkt, ey, das ist doch logisch, dass ich das so machen muss. Und bei uns auch, als ich gemerkt habe, krass, also diese Inhouse-Teams aufzubauen bei den Brands, das ist das Ding. So, wir haben es bei die letzten 20 Brands verifiziert, dass das jetzt der Switch ist hier. So, das war kein verstecktes Ding, wo ich irgendwie nächtelang gesucht habe, wie nach einem versteckten Paragraphen, sondern es war einfach logisch. Und wenn man irgendwie mal das Ding hat, dass man nur merkt, boah, Shiny Object, das ist ja voll krass, es gibt irgendwie eine Förderungslücke hier oder so, jetzt werde ich alle Handwerksbetriebe anrufen und denen sagen, die müssen Digitalförderung beantragen und ich verkaufe dir eine 80K-Webseite. So, es ist meistens nicht so erfolgswahrscheinlich, wie man es in der Hinsicht denkt. So, das heißt, die wirklich guten Chancen sind meistens sehr offensichtlich und da sollte man sich wirklich drauf besinnen und sonst sehr skeptisch sein. Dann, Homozy hat mal gesagt, Lady in the Red Dress, wie bei Matrix, wo Neo abgelenkt wird und die Frau im roten Kleid läuft vorbei. Es ist tatsächlich real und es liefert garantiert immer den Reality-Check, den man braucht. Einmal alle paar Monate denke ich mir, boah, das ist eine richtig krasse Chance. Einmal alle paar Monate denke ich mir, hätte ich nicht machen sollen. So. Und immer wieder, je mehr Levels man irgendwie springt, je mehr Umsatz man macht, umso mehr coole Leute man kennenlernt, umso krasser werden die Chancen. Aber irgendwann sollte man wirklich ein Bauchgefühl entwickeln, dass man sich denkt, das ist wieder ein Shiny Object, vielleicht bleibe ich mal lieber bei dem, was ich gerade mache. So. Also war zum Beispiel auch so ein Ding, als Hyros rauskommt, dachte ich mir, boah, ich mache jetzt eine Tracking-Solution. In Amerika funktioniert das, in Deutschland gibt es irgendwie noch keine gute, ich mache das jetzt. Ich glaube, hätte ich nicht machen sollen. Habe ich auch nicht gemacht. So. Aus gutem Grund, weil das Bauchgefühl gesagt hat, Shiny Object, mach lieber das Ding, was du eh machst. Und dann sei Affiliate und krieg einen 1.000 Euro Bonus. So. Da sind wir wieder bei, ich habe gestern gesagt, jede Scheißidee ist als eine geniale Idee angefangen. Denkst du, ja, hundertprozentig. Ja. Ja. Nee, immer.
und immer wieder. Und man denkt, man ist erhabener, man denkt, diesmal ist das anders, man denkt, die anderen sind dumm, ich bin schlau. Aber man hat ja diesen Survivor-Bias und man sieht, okay, diese eine Idee war auch super weird, die hat geklappt, Elon Musk hat 8 Firmen gleichzeitig. So. Typisches Ding. So, dann, Cash is King und die Kriegskasse ist der beste Rücken. Also man braucht keine Abu-Chaka-Familie, man braucht keine Hells Angels hinter sich. Der beste Rücken, den man hat, ist tatsächlich einfach die Kriegskasse voll zu haben. Und ich habe Glück gehabt, dass ich sehr konservativ erzogen worden bin. Ich habe in meinem Leben noch nichts auf Kredit gekauft. So, ich habe keinen laufenden Kredit. Das Einzige, was ich habe, ist eine Kreditkarte, die ich meistens abbezahle vor Monatsende. So, weil ich das Limit nicht ausreizen will und das Limit aufbauen möchte. Und wirklich Cash auf Cash, trocken nach Steuern auf dem Konto oder halt angelegt zu haben, ist echt nicht verkehrt. Und es gibt halt wirklich so diese Sayings, dass man sagt, ey, Wachstum ist wichtiger und Profitmarge kann gering sein und das remonetarisiert sich schon in den nächsten Jahren und was weiß ich. Mag sein, ich mag trotzdem lieber den sichereren Approach. Und es ist schon wirklich gut für die mentale Gesundheit, wenn man wirklich 100k Profit, 200k Profit, 300k Profit, zack, sich immer wieder auf dem Konto türmt und man halt wirklich dann Runway hat, auch zu sagen, irgendwann, ich möchte was anderes machen. Ich habe keine Ahnung, was ich in den nächsten 5 Jahren machen möchte. Ich weiß nur, dass ich echt eine Menge Möglichkeiten habe dadurch. Und das ist halt wirklich so ein sehr großer Mindset-Shift und das hilft mir auch, dumme Investitionen zu vermeiden tatsächlich. So. Sonst hätte ich wirklich schon bei, ich habe von so vielen E-Commerce Pitch-Decks oder so auf dem Tisch. Es klingt immer gut, aber am Ende des Tages ist mein Geld auf dem Konto nach Steuern wichtiger, als jetzt irgendwelche Moonshots zu finanzieren, wo man nicht weiß, ob das funktioniert. So. Und genauso sollte man wirklich überlegen, brauche ich die ganzen Sachen meiner Firma überhaupt? Wir sind super lean unterwegs bei uns. Also super lean. Ja, 50% Profitmarge bei allem, was wir machen. Und so, aktuell 4 in Sales, bald 4 in Customer Success, einmal Operations, mich, was? 10, ja. Ja. Also, yes. Ja, also nicht unter der Iron Firma, dafür ist meine Holding da. Aber das sind jetzt, guck mal, es sind von 500 E-Commerce 4. Also es ist wirklich unter 1%. Weil wir auch wirklich sagen, wenn irgendwas interessant ist, müssen wir erstmal bezahlt mit denen arbeiten. Um zu merken, wie der Founder tickt. So, definitiv. Also Beteiligungsdeals auch, Shiny Object. Das ist, ich habe mal jemanden gesprochen, der hat Lead-Gen für Immobilienmakler gemacht. Mach ich so, geil, wie viele Kunden hast du? Er so, ja, 15. Ich so, geil, dann hast du richtig Cashflow. Er so, ja, die haben so einen Shared-Deal bei der Verkaufsprovision, wenn die Objekte und so reinkommen. Ich so, du weißt schon, dass so die Beurkundung vom Haus und so, das dauert fast ein Jahr, bis das Ding drin ist. Er so, ja, ärgert mich jetzt auch. So, also diese Beteiligungsdeals, oft schwierig. Wenn man Glück hat, kann man den, sagen wir so, die meisten Beteiligungsdeals funktionieren nur, weil das ein echt unfairer Deal für den Founder ist. Also für die Brand, mit der man arbeitet. So, es ist irgendeine Ad-Spend-Beteiligung, es ist irgendein Profit-Share, der auf Deckungsbeitrag 1 gerechnet ist oder so, statt auf Deckungsbeitrag 3. So, es ist schon oftmals nasty und meistens, ich habe selten gesehen, dass es das Beste ist. Allerhöchstens ist es fix plus einen kleinen Share oder so, der da irgendwie funktioniert. Aber auch Shiny Object oftmals. Yes. Mischung, wir haben Commission und Base. Vertrieb natürlich hardcore Commission-based. Je mehr es Operations ist, umso mehr Base Pay. Yes. Ja. Aber ich merke, in Sales wäre es besser, wenn alle vor Ort wären. Aber ich möchte nicht ins Office gehen. Ist der Preis, den man zahlt. Ich sitze zu Hause. Wir haben recht schöne Penthouse-Wohnungen gegenüber von meinem Naturschutzgebiet. Ich sehe da so Rehe langlaufen und so. Möchte ich lieber hin als irgendwie in Office. Meistens gehen die erstmal durch 3, 6, 12 Monate reguläre Zusammenarbeit mit uns. Und dann merkst du halt wirklich, wie viel der Founder, was ist das für ein Team, was ist das für ein Produkt, wie ist die Roadmap. Also halt wirklich siehst, okay, krass, ich sehe nicht nur das Potenzial, ich sehe nicht nur das Pitch-Deck, ich sehe nicht nur, wie der Founder an sich glaubt, sondern wir sehen halt wirklich mal 6 bis 12 Monate echte Zahlen, die bei ihr reinkommen. Und dann passt halt eine Menge unterschiedliche Sachen. Und dann ist es immer ein Deal gewesen bei uns, der synergetisch ist. Das heißt, wir konnten dann dort unterstützen, wir hatten da eine Connection, die wir herstellen konnten. Bei einem habe ich eine Zwischenfinanzierung gemacht, weil es halt wirklich, es ging alles ab. Returns waren pervers, aber weil die recht frisch waren, gab es halt nicht so viel Kapital. So, dann habe ich dann quasi mit der Zwischenfinanzierung halt im Prinzip die Daseinsberechtigung geholt.
Und das war. Genau. So, nächster Punkt. Man muss sich verdienen, langfristig denken zu dürfen. Das finde ich wichtig. Super viele Leute sagen immer wieder, ja, es geht um das Long-Term-Game, 100-Jahres-Plan, was weiß ich. Aber zu Beginn ist man eigentlich eher erstmal im Survival-Modus. Also bis ich erstmal wirklich das erste Mal 100.000 trocken auf dem Konto hatte, bis dahin war das purer Struggle. Bis dahin habe ich alles schleifen lassen. Also Gym schleifen lassen, ich habe 3 Tage denselben Hoodie angehabt. Die besten Sales Calls sind übrigens Fun Fact, wenn man irgendwie 3 Tage nicht geduscht hat und dann so 6 nach und nach macht. So, die performen richtig. Aber bis dahin muss man erstmal richtig sprinten. Und sich langfristig Kite zu verdienen, bedeutet halt einfach, dass man sehr lange Sachen richtig macht und man dann da vielleicht größere Shots nehmen kann. Aber es hat niemand davon, deine Familie hat da nichts von, du hast da nichts von, Leute, die von dir abhängig sind, Mitarbeiter. Wenn du halt aufs Hier und Jetzt scheißt, weil du irgendein ominöses Bild in der Zukunft hast, wo du sagst, da wird alles besser. So, das heißt Langfristigkeit, da sollte man sich schon wirklich sicher sein, dass man wirklich in einem langfristigen Ding unterwegs ist. So, das finde ich super wichtig. Also in unserem Space 10 Jahre. Finde ich schon viel. Weil was war vor 10 Jahren? Jetzt gerade. Ich glaube, da haben gerade Facebook jetzt gelauncht. Schon krass. Meinst du denn jetzt langfristig fürs Business oder für dich privat? Oh, ich habe eigentlich nur Business. Also private Langzeitpläne, nö. Ich heirate jetzt dieses Jahr, aber das ist auch überfällig. Ich meine aber so, dass du dir selber halt Ziele steckst für dich selber, wo du hin willst. Ne, also Privatziele stecken finde ich super stressig. Okay. Ne, guck mal, wir waren jetzt über 6 Jahre zusammen, jetzt hat es Sinn gemacht, mal zu heiraten. So. Aber ich habe jetzt nicht gesagt, bevor ich 30 bin, möchte ich heiraten. Okay. Weil das finde ich, das ist wieder falsches Ding. So, ich glaube, privat musst du wirklich ein bisschen in Lockerheit reinbekommen. Aber businesstechnisch solltest du schon. Ich glaube, keine Ergebnisziele, sondern Arbeitsziele setzen. Wenn du wirklich sagst, okay, ich möchte jetzt die nächsten 3 Jahre richtig Gas geben, so grob peile ich an, irgendwie in den nächsten 3 Jahren insgesamt 10 Millionen Umsatz zu machen oder so, dann musst du es runterbrechen, was ist deine jetzige Arbeit? Und dann sollte dein Ziel eigentlich sein, die Arbeit reinzustecken, um auf dieses Ziel einzuzahlen. Weil wer weiß, am Ende des Tages ein Dealplatz und nicht bei 10 Millionen landest. Also du hast nur die Kontrolle über die Arbeit, die du reinsteckst. Und vielleicht ein bisschen Druck rausnehmen und die Sache ein bisschen switchen. So, am Ende des Tages bist du allen egal, deswegen solltest du dir selbst am wichtigsten sein. So, gerade als Agency-Founder. Gerade wenn man jetzt irgendwie ein harmoniebedürftiger Mensch ist und man irgendwie es auch nicht mag, Leute vom Kopf zu stoßen und dann irgendwie mit Menschen arbeitet und man Dienstleister bei denen ist, dann neigen echt viele Leute dazu, echt zu nett zu sein. Und es dankt einem am Ende des Tages keiner. So, wir sind am Ende des Tages in der Businesswelt. Scheiße ist hart. Ja, alle müssen Steuern zahlen. Der Kunde muss Steuern zahlen. Der Kunde würde in der ersten Sekunde, wenn irgendwas bei euch nicht passt, voll auf euch scheißen. Also sollte man wirklich gucken, wie nett ist man zu Leuten in der Hinsicht, dass man sagt, lass doch mal Sachen durchgehen. Jetzt hat er angeblich Liquiditätsprobleme, er möchte im nächsten Monat zahlen. Und so, ihr habt einen 12-Monats-Vertrag, aber möchte nach 2 Wochen raus. So, das sind halt so Punkte, wo man sich echt überlegen muss, sind wir hier drin, um Spaß zu haben oder sind wir hier drin, um ordentliches Business zu machen. Und wenn man allen anderen egal ist, sollte man da wirklich seine eigenen Prinzipien aufstellen und halt auch wirklich die Sache ernst nehmen. Und ich habe zu Beginn die Sache viel zu locker genommen. Denn meine Baseline war, 1.000 Euro im Monat nebenbei als Affiliate zu verdienen im Studium. Da dachte ich, mir gehört die Welt. So. Ich habe nachgeguckt, was kostet ein S-Klasse-Leasing? 800 Euro. Da dachte ich mir, geil. Da finde ich 1.000 Euro nebenbei und ich bin der King hier auf Uni. Aber, und dann, wenn man das erstmal 10.000 macht, denkt man sich, okay, so, das ist es jetzt. Und dann auf einmal ist so ein Deal, so ein Typ, der sich daneben benimmt oder so. Und man denkt sich, komm, lass ich den durchgehen, ich mache jetzt 10.000 hier. So. Aber es dankt einem keiner. Und das compoundet sich. Und dann hat man sich Prinzipien angeeignet, die einem nicht mehr helfen, wenn man bei 500.000 im Monat ist. So, das heißt, man muss wirklich gucken, man muss sich selbst am wichtigsten sein. Und ich finde, Egoismus ist eine total positive Art und Weise, denn nur aus einem vollen Gefäß kann anderen Leuten gegeben werden. Und wenn man selbst dann wirklich mit einem löchrigen Eimer unterwegs ist, braucht man nicht versuchen, anderen Leuten irgendwas einzuschenken, wo man selber erstmal sich selber pflegen sollte. So, das heißt, Selfcare ist schon nicht unwichtig. So, was macht ihr noch bulletproof? Ein gutes Netzwerk macht dich bulletproof. Wenn man dieses Saying wieder hat, nimm mir alles weg, ich bin nächstes Jahr wieder bei einer Mio, dann hilft echt, gute Freunde zu haben, die auch in dem Space unterwegs sind. Und ich wüsste, alleine dadurch, dass ich so viele Brand-Owner mittlerweile kenne, wenn man mir alles wegnimmt, könnte ich nächste Woche irgendwo als CMO anfangen. So, das ist echt nett zu wissen. So, einmal ein paar Leute abtelefonieren. Und ein gutes Netzwerk ist echt nicht verkehrt, dass man echt ruhig schlafen kann, wenn Sachen mal nicht so gut laufen. So, das heißt, sich mit den richtigen Leuten connecten, in dem Space sein,
dafür sorgen, dass man bei Leuten gut gestellt ist, gutes Netzwerk machen. Ich weiß gar nicht, wie viele Geschenkpakete ich im Jahr an Leute rausschicke. So, einfach Netzwerkpflege. So, das steht auf der Abrechnung drauf, ist okay. Aber wenn du da mal wirklich zum Hausarzt gehst und der von dir vor kurzem irgendwie Hannover 96 Tickets bekommen hat, dann wirst du auch mal schneller rangelassen. So. Ein gutes Netzwerk ist schon echt nicht verkehrt. Und genauso gilt das auch bei Businessfreunden. Wenn man mal jemanden hat, dem man einen Gefallen gestellt hat, gestern war Karl hier. Karl und ich haben, glaube ich, mittlerweile 20 Kunden, die wir scheren gegenseitig. Wir haben uns noch nie eine Rechnung gestellt gegenüber voneinander. Noch nie. So, noch nie ein Cent geflossen ist. Das Einzige ist, dass wir uns betteln, wer den anderen zum Essen einladen darf. So. Und das ist halt so eine Sache, da muss man echt gucken, hat man was davon, wenn man jetzt richtig penibel da jetzt aggressive Netzwerkpflege macht und Partnerschaften draus macht, oder hilft es mit Leuten tatsächlich privat cool zu sein? So. Und ich glaube, wenn ich mit Karl damals direkt alles so ultra straight businessmäßig gemacht hätte, hätten wir nicht für diesen Sommer irgendwie erst in London, dann Mallorca und Ibiza zusammen machen können. So, das ist einfach ein gutes Netzwerk, ist echt eine sehr schöne Geschichte, um halt wirklich bulletproof in der Geschichte zu sein, weil man dann ja nicht weg ist, sondern halt immer wieder Berührungspunkte hat, sich selber zu retten. Time in the Arena macht dich bulletproof. Das bedeutet, der Gladiator verbringt Zeit in der Arena. Wenn du irgendwie einen Käfigkämpfer oder sowas hast, jemanden, einen Boxer, ich glaube, der gefährlichste Typ, den du begegnen kannst, ist jemand, der echt richtig lange Zeit auf dem Schlachtfeld verbracht hat. Weil du ganz andere Resilienz aufgebaut hast, weil du viel mehr Leute kennst, weil du weißt, wie der Hase läuft, weil du weißt, wie so dieses Game sich verändert hat, weil du siehst, was die Veränderungen sind. Erfahrung zu sammeln, sich nicht zu krass aus der Arena rauszuziehen, weil man jetzt irgendwie ein krasser CEO oder so ist, und echt am Puls der Zeit zu bleiben, ist was, was ich aktuell sehr extrem mache. Deswegen sind wir auch auf jedem Event, deswegen bin ich nach wie vor selbst mit alten Kunden cool und so, weil ich einfach wissen möchte, was abgeht in der Arena. Und dann mein letzter Punkt, bevor ich den Vortrag hier beende, ist: Im Sattel bleiben ist die größte Challenge. Also mit Abstand das Schwierigste, wenn mich jemand fragt, was ist gerade deine Challenge dieses Jahr, dann sage ich dem echt, im Sattel zu bleiben. So. Wenn du denkst, dass alles gut läuft oder es läuft tatsächlich alles gut, dann ist das Schlimmste, was du machen kannst, alles zu ändern, weil dir langweilig ist. So, das heißt, im Sattel bleiben, während man irgendwie auf einem sehr wilden Bullen reitet, ist die größte Herausforderung. Und die größte Challenge, die ein Rodeo-Reiter hat, ist es, im Sattel zu bleiben. Das klingt nicht nachlässig, sondern es ist eine echte Challenge, dass es sich festhält. Und wenn man halt wirklich hardcore scaled, wie wir jetzt irgendwie das letzte halbe Jahr auch gemacht haben, also das Baseline-Stress-Level ist schon echt hoch. So, weil wenn dann wieder letzten Tag drei Deals reinkommen, dann weiß ich schon, boah, es war wieder richtig viel, aber glaub, morgen kriege ich wegen irgendwas auf die Fresse. So, es läuft immer richtig gut, dann läuft es wieder richtig schlecht. Die Baseline-Stresstoleranz führt dazu, dass man dann irgendwie sich einen Escape-Vehikel oder sowas sucht und dann bleibt man nicht mehr im Sattel. Und es gibt ein paar Leute, die jetzt irgendwie krass gescaled haben und dann sind sie irgendwie nach Bali, haben Ayahuasca gemacht und sind irgendwie weg vom Fenster, weil der Stress zu groß war. Die ist nicht im Sattel geblieben. So, und ich will wirklich gucken, alles so konstant zu halten, dass selbst meine Verlobte weiß, wir ändern nicht mal den Weichspüler so in den Klamotten. Weil ich wirklich sage, nee, das bleibt jetzt hier alles. So, dieses Jahr, wir bleiben jetzt hier im Sattel. Wir ändern hier nichts. So, und das klingt jetzt witzig, aber ich meine das ernst. So, ich esse auch, wenn wir einkaufen, ich kaufe immer dasselbe ein. Ich esse nichts Exotisches. Ich habe irgendwie dieses Jahr schon zwei Lebensmittelvergiftungen gehabt, das meine ich nochmal. So, also, es knockt dann aus. Eventuell muss man ein bisschen langweiliger werden, um im Sattel zu bleiben, einfach um Stresstoleranz aufzubauen. Und als wir bei meinem guten Freund Maruhan von Final Freelancing auf der Hochzeit waren, habe ich auch ein bisschen zu viel getrunken, das habe ich auch wieder bereut. So. Und da bin ich auch nicht im Sattel geblieben, weil die nächsten drei Tage ein bisschen schwieriger waren. So. Also, wenn man halt, mein Fazit aus der Geschichte, was macht ein Bulletproof? Den ganzen Tag Neukunden reinbekommen, macht einen definitiv Bulletproof, weil dann hat man kein Problem, den nächsten Kunden zu bekommen. Dafür VSL, beste Lösung in Paid Ads, wenn man bereits Kapital hat, Video dafür auf meinem YouTube-Channel. Was macht er noch Bulletproof? Sales. Sales nicht zu abhängig machen von einem charismatischen Founder, sondern tatsächlich Pre-Selling betreiben durch einen sehr schönen Conversion-Mechanismus vorher. Den auch immer weiter optimieren und überlegen, was sind die Argumente, die wir in Sales-Calls haben, um das den Leuten vorher vorbereitend zuzuschicken. Und dann Bulletproof-Scaling-Mindset. Wenn man was hat, was richtig geil funktioniert, dann kann man es auch mal genießen. Dann ist die Challenge, die Sache zu normalisieren und die Prozesse nachzuziehen. Es erfordert nicht immer einen konstanten Struggle, auf ein hohes Level zu kommen, sondern wenn man was gefunden hat, was funktioniert, dann kann auch mal echt krass Rückenwind reinkommen, dann sollte man nicht skeptisch werden, das ist halt so, wenn es funktioniert. Und Homosi ist ja auch irgendwie von 1 auf 12 Mio im Jahr gegangen und dann von 12 auf 40 Mio. So. Und dann ist im Prestige Labs auch im ersten Jahr auf 12 Mio oder so gegangen. Der hat einfach voll was getroffen. So, und ich glaube nicht, dass der das Gefühl hat auf dem Come-Up, dass das langsam geht. Ganz im Gegenteil. Und dann sich
bewusst machen, dass das Shiny Object und alles, was dazu gehört, je mehr Geld man macht, umso gefährlicher wird das. Im Sattel bleiben ist wirklich was, was man sich aufschreiben sollte. Und es ist ein Ritt auf der Kanonenkugel, wo man was hat, was funktioniert. Und dann sollte man es nicht versauen, indem man halt irgendwie zu krass Sachen verändert.